Willkommen zum sechsten Lauf des European Truck Racing Championship in der Tschechischen Republik. Am Fuße der Burg Nevin, rund eine Autostunde von der Hauptstadt Prag entfernt, liegt das Autodrom Most. Der 4,21 Kilometer lange Rennkurs wurde 1983 eröffnet. Der Czech Truck Prix hat sich über die Jahre zu einer der wichtigsten Motorsportveranstaltungen in der Region entwickelt. Einen großen Empfang bereiten die Anwohner und Fans den Truck-Racern bereits am Freitagabend. Die Stadt Most lädt ein zur Truck-Parade und Autogrammstunde. Mit Franky Wojtišek, Adam Latzko und Jiří Forman werden gleich drei tschechische Fahrer in den nächsten Tagen frenetisch von ihren Fans angefeuert. Entsprechend viele Autogrammwünsche dürfen sie erfüllen. This is just amazing. I mean, also das ist unglaublich. Ich möchte hier einfach mal den ganzen Menschen danken, die hier in die Stadt gekommen sind, um uns ihre Unterstützung zu zeigen. Doch für einen der drei Lokalmatadore der Start beim Heimrennen bis zuletzt fraglich. Ein kleiner Rückblick. Hungaroring, Zieleinlauf des zweiten Rennens. Letzte Runde, letzte Kurve. Franky Wojtišek auf Position 2 und dann ein Anschubser von Norbert Kisch. Einschlag in der Mauer. Wojtišek sichtlich angeschlagen nach dem Unfall. Der Truck stark zerstört und die Emotionen kochen hoch. Tag und Nacht arbeitet die Crew seitdem am Wiederaufbau des MAN-Trucks. Das gesamte ETRC-Fahrerlager hilft dem Czech Truck Racing Team. Es ist Frankys Heim Grand Prix, so we have to stand together. Es ist Frankys Heim Grand Prix. Wir müssen zusammenhalten. Wir alle helfen mir. Die Mannschaft von Reinhard Hahn oder wir, jeder hilft mit Teilen und Wissen. Wir müssen den Truck zurück auf die Straße bringen. Der Rest, also was die Fahrer untereinander machen, ist deren Sache. Wojtišeks Truck wird so durch vereinte Kräfte neu aufgebaut, steht rennbereit im Teamzelt. Doch all die Arbeit für den Lauf in Tschechien leider umsonst. Beim Unfall hat der 55-Jährige sich eine Verletzung zugezogen. Sein Start unmöglich. But this moment is not good. Come back to hospital. Das ist kein schöner Moment für mich. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus und habe einen großen Bluterguss und keine Chance hier zu starten. Der Truck ist wieder okay. Vielen, vielen Dank an alle. So viel Hilfe von anderen Teams, auch mein Team und viele andere Leute sowie die Rennstrecke. So viele Menschen, die uns geholfen haben. Nochmals vielen, vielen Dank. Thank you so much for everybody. Nun liegt es also in den Händen der Bugira-Piloten Adam Latzko und Jiří Forman, die tschechischen Farben auf der Rennstrecke zu vertreten. Und dabei geht es für Latzko um nicht weniger als den Meisterschaftskampf. 13 Punkte Rückstand hat Latzko nach dem Ungarn-Wochenende auf Hahn. Für ihn allerdings alles andere als eine Unglückszahl. Meine Glücksnummer ist überall die 13. Ich lebe in einem Haus mit der Nummer 13. Ich bin mit meiner Frau an einem 13. zusammengekommen. Ich mag die Zahl 13. Von derlei Aberglauben lässt sich Jochen Hahn jedoch nicht beeindrucken. Mehr Gedanken macht sich der Meisterschaftsführende allerdings um die Wettersituation in Most. Jeder weiß, dass Latzko sehr schnell auf nasser Strecke ist. Doch auch wir hatten in Most schon sehr gute Rennen im Regen. Ich kenne mich in Most auch mit geschlossenen Augen aus. Ich kenne jede Kurve. Er wird schnell sein im Regen, doch wir ebenfalls. Okay, he will go fast in wet, but we will go also fast when it's raining. Als Dritter in der Meisterschaft hat sich Norbert Kisch nun in Lauerstellung gebracht. Doch Hahn und Latzko sind bereits weit in Führung. Wir wollen uns noch weiter verbessern. Wir haben das Ziel, die dritte Position in der Meisterschaft zu halten. Doch ich weiß, dass es sehr, sehr hart wird. Doch wir werden alles versuchen. Den letzten Lauf ausgelassen hatte René Reinhardt. Den dritten Platz im Championat damit erst einmal verloren. Doch noch vier Veranstaltungen liegen vor dem Logistikunternehmer, um sich wieder nach vorne zu kämpfen. Du brauchst immer auch ein wenig Glück. Ich bin ein wenig schneller als die letzten Jahre. Jedes Jahr werde ich ein wenig besser. Kleine Schritte. Ob ich mich auf den dritten Platz zurückkämpfen kann, weiß ich nicht. Es ist auch von den anderen Fahrern abhängig. Ich werde aber sicher mein Bestes geben. It also depends from the other drivers. I will give my best. Schon das erste richtige Kräftemessen auf der Strecke wird von diesen Protagonisten bestimmt. Beim Kampf um die Superpole setzt sich Jochen Hahn durch.
13,9 Hundertstel Sekunden ist er schneller als Latzko. Es ist passiert, was ich vorher gesagt habe. Wir sind hier sehr eng beieinander. Es ist die Heimstrecke von Adam. Ich bin glücklich, vor ihm zu stehen. Eine gute Ausgangsposition für das Rennen. Nun warten wir mal auf das Rennen. Wichtig wird die erste Schikane sein. Ich hoffe, hinter uns bleiben alle cool. Ich denke, dann werden Adam und ich die Pace machen. Somit steht Hahn auf der Pole Position, doch Latzko neben ihm wird alles versuchen, um ihm diese Position beim Start zum ersten Heimrennen streitig zu machen. So viele Menschen kommen, weil wir hier Rennen fahren. Wir sind ein tschechisches Team in der Tschechischen Republik. Ich finde das alles gut. Dritte Startposition für Norbert Kisch, neben ihm Stefanie Halm. Aus der dritten Startreihe gehen Antoni Janjek und Gerd Körber ins Rennen. Einführungsrunde, die Startfreigabe. Kurz geht Latzko mit, doch Hahn hat die bessere Beschleunigung. Kisch überfährt die weiße Linie beim Start. Und dann Chaos in der ersten Schikane. Janjek dreht Körber um, geht durchs Kiesbett. Berreton weicht aus und nimmt auch den Weg durch den Kies. Janjek reiht sich wieder ein, hat keine Plätze gut gemacht, doch die Aktion sorgt bei der Rennleitung für Gesprächsstoff. Alles sieht nach einem spannenden Duell zwischen Hahn und Latzko aus. Doch das Rennen wird neutralisiert. Überholverbot auf der ganzen Strecke, bis der Truck von Körber geborgen ist. Dann die erneute Rennfreigabe. Hahn zieht Latzko erst ein wenig davon. Doch der Freightliner schließt die Lücke bereits eine Runde später. Der Zweikampf Hahn und Latzko sorgt für Spannung. Immer wieder greift der Tscheche an. Doch Hahn lässt ihm keine Chance, fair vorbeizukommen. Die beiden Kampfhähne fahren in diesem Moment in einer anderen Liga, ziehen dem Rest des Feldes davon. Klasse Truck Racing. Norbert Kisch holt das Überfahren der weißen Linie beim Start wieder ein. Durchfahrtsstrafe und damit die letzte Position im Klassement für ihn. In der vorletzten Runde dann schert Latzko aus. Angriff auf die Führung. Hahn macht die Tür jedoch zu. Wenige Meter weiter, die nächste Chance für den Freightliner-Pilot. Hahn lässt kurz die Tür offen. Doch bevor sein Widersacher die Gelegenheit nutzen kann, ist die Lücke schon wieder zu. Hinter den Streithähnen Leere. Und dann klar besetzte Plätze. Stefanie Halm ist auf Position 3, Janjek auf 4, Reinhard auf 5 und Vormann auf 6. Das Finale, die letzte Runde, läuft. Bereits auf der Geraden startet Latzko den Angriff auf Hahn. In der Schikane fährt er dem MAN ins Heck, doch kommt erneut nicht vorbei. Packender Rennsport, so muss Racing sein. Hahns Truck raucht stark, Plastikteile schleifen am Rad. Der MAN-Pilot hat sichtlich Mühe, sich gegen die Angriffe von Latzko zu erwehren. Aus der letzten Kurve kommt der Lokalmatador besser heraus als Hahn, setzt sich neben ihn. Beschleunigungsduell auf die Ziellinie und Fotofinish. Auf den letzten Metern holt Latzko noch den Sieg. 0,076 Sekunden Vorsprung, ein Wimpernschlag. Auf dem Podium gesellt sich noch Stefanie Halm dazu. Hahn steht nicht gerade Freude ins Gesicht geschrieben, als die Sektflaschen geleert werden. Jochen kam etwas langsamer durch die Kurven, doch konnte immer gut herausbeschleunigen. Ich habe das ganze Rennen lang darüber nachgedacht, wo ich es versuchen soll. Letztendlich habe ich es außen. In den letzten zwei Kurven versucht, da es die einzige Möglichkeit war. Das Rennergebnis hier einmal zum Mitlesen. Vierter Platz für Antoni Janjek, René Reinhardt auf Rang 5, sechste Position für Jiří Vormann. Ryan Smith als siebter sowie Sascha Lenz als achter werden den zweiten Lauf dank umgekehrter Startreihenfolge der Top 8 von ganz vorne aus in Angriff nehmen. Lenz also auf der Pole Position beim zweiten Rennen. Ryan Smith daneben voller Optimismus, seinen ersten Rennsieg in der ETRC holen zu können. Wir hatten ein Problem nach dem anderen mit Ventilen, Wasser. Wir haben starke Motorprobleme und somit haben wir nicht den vollen Speed. Auch unsere Bremsen machen uns Ärger. Ich fahre jetzt einfach runter und gebe alles, was ich kann. Ich werde mich nicht beschweren, habe keine Entschuldigung am Ende des Rennens. Ich werde alles geben. Mal schauen, wie weit es mich bringt.
what it allows me to do. Startreihe 2 für Gigi Forman und René Reinhardt. Eine Reihe weiter hinten Anthony Janiek und Steffi Halm. Besondere Beobachtung wird beim Rennen Startreihe 3 erfahren. Die Titelanwärter Jochen Hahn und Adam Latzko wieder direkt nebeneinander. Der Start. Sascha Lenz hält die Führung. Anthony Janiek überfährt die weiße Linie. Das wird wieder eine Strafe geben. Kurve 1. Lenz in Orange mit der Startnummer 30 immer noch vorne. André Kursim und Gerhard Körber geraten aneinander. Kollisionen auch zwischen Reinhardt, den beiden Bugira-Piloten und Janiek. Was für ein Chaos. Fast schon zu erwarten in der ersten Ecke. Hahn gerät unter Druck. Seite an Seite mit Kisch kommt er weit raus. Forman nutzt die Lücke, geht vorbei. Verbremst sich. Die Tür somit für Janiek offen. Der sich neben Hahn setzt. Nebeneinander steuern sie auf die nächsten Kurven zu. Nutznießer der Situation? Adam Latzko, der sich von Hahn absetzt und bereits auf dem fünften Rang liegt. Das Ende der ersten Runde. Lenz also in Führung. Smith auf Platz 2. Dahinter Reinhardt, Halm und Latzko. Hahn hat ein wenig den Anschluss verloren. Gerd Körber bereits am Rand der Strecke. Ein Stoßdämpfer bei der Startkollision beschädigt. Am Ende der zweiten Runde der erste Angriffsversuch von Smith auf Lenz. Doch der 29-jährige Deutsche kann dem Briten parodieren. Und Hahn, der ist am Vormann dran. Kampf um Platz 7. Doch zurück zur Spitze. Smith auf der Innenbahn beim Versuch des Führungswechsels. Er geht in Front, doch ausgangs der Schikane kommt er zu weit raus. Die Hinterräder geraten in den Kies. Dadurch kaum Vortrieb. Lenz startet den Gegenangriff, holt sich seine Position Meter um Meter zurück. Und auch Reinhardt profitiert von der Situation und wird Smith gefährlich. Toll anzuschauen, diese Manöver. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, absolvieren Lenz, Smith, Reinhardt, Halm und Latzko die nächsten Runden. Kisch und Hahn sind noch etwas abgeschlagen, doch nähern sich sukzessiv. In der sechsten Runde dann ein Fahrfehler von Lenz. Dieses Mal reicht es für einen Führungswechsel. Smith, neuer Erster. Lenz ist aus dem Trott. Reinhardt und auch Halm ziehen am Abschleppunternehmer vorbei. In der Schikane presst sich auch Latzko vorbei und ist damit neuer Vierter. Hahn überholt den Mercedes-Benz des Ungarn Kisch und macht nun seinerseits Jagd auf Lenz. Schon vor dem Ende der Runde siegt die Erfahrung vor der Jugend. Lenz muss sich Hahn geschlagen geben. Die neue Reihenfolge also Smith, Reinhardt, Halm, Latzko, Hahn und Lenz hinter dem Kisch lauert. Showdown in der letzten Rennrunde. Reinhardt hat Boden auf Smith gut gemacht, greift den Briten an. Lackaustausch, Smith strauchelt. Reinhardt nutzt die Chance, geht vorbei, Führungswechsel. Dahinter ein harter Kampf zwischen Halm und Latzko. Die Rennlady behält die Überhand, doch starke Rauchentwicklung. Plastik schleift. Die letzte Kurve, Zielgerade. Smith und Reinhardt nebeneinander und erneut Fotofinish. Smith mit einer Nasenlänge vor Reinhardt im Ziel. Erster Gesamtsieg des Briten im European Truck Racing Championship. So he make a mistake. Rein hatte einen Fehler gemacht und ich habe versucht, ihn zu überholen. Wir haben uns berührt, er rutschte ein wenig raus, sodass ich überholen konnte. Dann war ich in Führung, ich hatte kein so gutes Gefühl dabei. Ich dachte mir, dass das Manöver ein wenig unfair war. Also habe ich ihn vor dem Ende des Rennens vorbeigelassen. Er hat den Sieg verdient. Steffi Halm als Drittplatzierte und René Reinhardt verpassen dem Debütanten auf der 1 eine standesgemäße Sektdusche. Smith lässt sie mit Freude über sich ergehen. René showed
René zeigte, was er für ein klasse Typ ist. Das war sehr korrekt von ihm. Er fuhr sehr fair. Ich habe viel Respekt vor René. Durch das ganze Rennen hatten wir einen tollen Kampf, Tür an Tür, ohne zu harte oder gefährliche Berührungen. Ich bin stolz, dieses Rennen mitgefahren zu sein. Und es zu gewinnen, ist eine Ehre. Noch kurz das Resultat in Schriftform. Smith, Reinhardt und Halm auf den Podiumsplätzen. Dahinter knabbert der viertplatzierte Adam Latzko einen wichtigen Punkt an der Meisterschaftsführung von Hahn ab. Der fährt am Ende als Fünfter über die Ziellinie. Dahinter folgen Kisch, Vormann und Letz. Nach diesem ersten Renntag in Most sind von Hahns 13 Punkten Vorsprung also nur noch 7 übrig geblieben. Übrigens auch eine Glückszahl. Neuer Tag, neues Glück. Wieder strömen die Fans scharenweise zum Autodrom nach Most. Es gibt viel zu erleben. Das offene Fahrerlager bietet einen tiefen Einblick in die Arbeit der Teams. Im ETRC Fan Village kommen die Fans ihren Idolen ganz nah. Im ganzen Fahrerlager und auch an der Strecke herrscht Festivalstimmung. Der Czech Truck Prix, auch für die Teams und Industrie, eine perfekte Bühne, sich zu präsentieren. Wir erwarten unsere Freunde, unsere Partner, unsere Sponsoren und natürlich auch die Fans. Für uns ist das eine großartige Plattform und natürlich hoffen wir auf gute Resultate. Allein in unserer Hospitality für unsere Partner und Freunde erwarten wir jeden Tag über 500 Leute. Also es wird ein sehr, sehr großer Event. Mit einer ganz besonderen Installation sorgt das Czech Truck Racing Team für Aufsehen im Fahrerlager. Erste Startreihe am Sonntag. Erneut Hahn gegen Latzko. Der Bugira-Pilot sichtlich beeindruckt von der Trainingszeit seines Kontrahenten. Im Zeittraining unter Superpole ist Jochen sehr schnell. Er fährt wirklich schnelle Zeiten. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich hier eine so schnelle Zeit gefahren bin. Ich glaube, dass es ein tolles Rennen wird und wir sehen es dann im Ziel. Die weiteren Startreihen, Janjek neben Halm. Eine Reihe weiter hinten, Körber neben Lenz. Gigi Vormann und Ryan Smith auf Startplatz 7 und 8. Graue Wolken über dem Autodrom Most. Erste Schirme werden geöffnet. Das von Latzko ersehnte Regenwetter hat die Rennstrecke erreicht. Der Start. Hahn zieht davon, behauptet die Führung. In der ersten Schikane fährt Halm auf Latzko auf, beschädigt sich dabei ihre Stoßstange und fällt zurück. Hahn am Limit. Verbremser. Der Regen wird stärker. Hahn davon unbeeindruckt baut die Führung aus. René Reinhardt von Startplatz 10 gestartet bei der Aufholjagd. Im Zeittraining war er Dritter. Seine Superpole-Zeit wurde jedoch aufgrund von Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit gestrichen. Hier holt er sich Sascha Lenz und ist damit bereits Sechster. Aber das Wetter. Der Regen nimmt immer weiter zu und Hahn vergrößert die Lücke zu Latzko. Der wiederum hat nach hinten Luft. Dafür umso enger die Vierergruppe mit Janjek, Halm, Körber und Reinhardt. Der Asphalt wird stellenweise rutschig. Anthony Janjek hat große Probleme. Er muss Halm ziehen lassen und findet sich kurze Zeit später neben der Strecke wieder. Auch Reinhardt, Körber und Kisch gehen am Franzosen vorbei. Teaminterner Kampf beim Team Reinhardt. Halm strauchelt ein wenig bei den Streckenverhältnissen. René Reinhardt nutzt die Lücke, ist nun Dritter. Gerhard Körber nutzt die Gelegenheit, setzt sich neben Halm. Sie hat keinen Platz mehr, als es auf die Zielgerade geht. Das konnte nicht gut gehen. Zwei Penalty-Marker und die Bürokauffrau verliert dadurch zwei Plätze. Ihn kann dagegen niemand mehr aufhalten. Jochen Hahn fährt ein fehlerfreies Rennen und damit ein klarer Start-Zielsieg für ihn. Großartig die Leistung bei diesen Bedingungen und ganz, ganz wichtig auch fürs Gesamtklassement. Cool,
Wir haben gestern analysiert, warum wir in den Rennen nicht so stark waren. Wir haben etwas gefunden, doch wir wissen nicht, ob es auch funktionieren wird. Im Zeittraining sind wir noch mit dem alten Setup gefahren und sind im Rennen auf dem neuen Setup unterwegs gewesen. Ich habe es benutzt und es hat gut funktioniert unter diesen Bedingungen. Vielleicht haben wir nun ein wenig für diese Streckenbedingungen gelernt. Latzko verliert wieder Punkte auf seinen Titelgegner. René Reinhardt mit einer starken Leistung von Platz 10 aufs Podium. Runde für Runde konnte ich diverse Gegner überholen. Am Ende war ich Dritter. Das Endresultat. Körber Vierter vor Kisch. Platz 6 geht an Steffi Halm. Mit Platz 7 und 8 werden Sascha Lenz und Jiří Forman für das letzte Rennen in Most die erste Startreihe bilden. Vor dem vierten Rennen klart der Himmel wieder auf. Alles sieht nach einem Rennen ohne Regen aus. Jiří Forman vor heimischem Publikum auf der Pole Position. Ein wenig Aufregung macht sich bei ihm breit. Der Start wird wichtig sein, da Sascha und ich wahrscheinlich gleich schnell sind. Wir werden sehen, wer von uns nach der ersten Kurve in Führung liegt. Ich versuche natürlich, Erster zu sein und ein wenig Abstand aufzubauen. Mal schauen, was dann folgt. Lenz steht neben Forman. Dann Kisch, Unheim, Körber und Reinhardt. Das Meisterschaftsduell findet seinen letzten Akt in Most in Startreihe 4. Latzko innen, Hahn auf der vermeintlich schlechteren Außenseite. Der Start. Forman kommt gut weg, hält die Führung. Dahinter, wie so oft, Berührungen im Startgetümmel. Während Forman und Lenz gut durch die erste Kurve kommen, kracht es auch in der Schikane gleich mehrfach. Hahn schafft es dadurch an Latzko vorbei und liegt nun auf Platz 7. Kisch und Halm sind währenddessen im Clinch. Der amtierende Meister aus Ungarn drückt die deutsche Pilotin raus ins Kiesgrund. Forman und Lenz an der Spitze mit einer kleinen Lücke zu ihren Verfolgern. Jochen Hahn derweil weiter auf dem Weg nach vorne. René Reinhardt vor ihm wehrt sich kurz, gibt sich anschließend jedoch geschlagen. Somit Hahn bereits nach wenigen Runden Fünfter. Latzko versucht auch an Reinhardt vorbeizukommen. Doch der Logistikunternehmer aus Schleife wehrt sich noch. Eine Runde später wendet sich das Blatt. Latzko findet einen Weg vorbei an Reinhardt. Und auch Janjek verbessert seine Position. Doch das Duell ist noch nicht ausgefochten. Der Konter von Reinhardt endet erst für Janjek in Kiesbett. Einen Moment später ist auch Reinhardt neben der Strecke. Gerd Körber wird derweil von Hahn und Kisch überholt. Auch Latzko geht an ihm vorbei. Formatfüllend hat Lenz nun Hahn im Rückspiegel. Der macht kurzen Prozess und schiebt sich hier auf die dritte Position. Latzko hängt hinter Lenz. Als sich an der Spitze ein großes Drama für Jiří Forman abspielt. Bei seinem Heim-Grand Prix in Führung liegend, platzt dem Bugira Freightliner-Piloten die Bremsscheibe. Das Aus für ihn. Somit übernimmt Jochen Hahn in der achten Runde die Führung. Nun kann auch Adam Latzko den Heimsieg holen. Doch dazwischen stehen mit Lenz und Hahn noch zwei, die partout nicht ihre Positionen abgeben wollen. Latzko hängt tief im Heck von Lenz. Auf der Geraden muss er allerdings zurückstecken. Doch in der Schikane setzt er sich daneben, hat die bessere Position und übernimmt Platz 2. Wenige Runden bleiben dem Tschechen, das Rennen zu seinen Gunsten umzudrehen. Hahn ist noch in Reichweite. Und Latzko holt tatsächlich auf. Doch so sehr er auch Gas gibt, es reicht nicht. Hahn holt den zweiten Sieg des Tages vor Latzko und Lenz. Zufrieden sieht Hahn bei der letzten Sektdusche des Tages aus. Ein Blick auf das Endergebnis. Kisch wird Vierter vor Janjek. Dahinter Reinhardt, Halm und Lohr.
Wir haben das Zeitrennen, das erste Rennen und das zweite Rennen gewonnen. Wir hatten viel Glück beim Start und auch davor. Vielleicht sind alle im Feld ein wenig nervös wegen Adam und mir. Ich weiß nicht, warum alle so viele Fehler machen. Wir können problemlos überholen. Ich habe gewonnen, Adam ist Zweiter. Ich freue mich sehr für Saschas erstes Podium als Dritter. Ich bin sehr glücklich mit diesem Wochenende. Groß die Freude auch bei Sascha Lenz über seinen ersten Podestplatz. I'm very happy for my team. Ich bin sehr glücklich für mein Team. Für mich ist das perfekt, hier dieses letzte Rennen in Most. Last race. Yeah, Most. Die Tabelle nach Lauf 6. Jochen Hahn führt und zwar weiterhin mit 13 Punkten. Also scheinbar auch eine Glückszahl für ihn. Norbert Kisch auf dem dritten Tabellenplatz hat deutlichen Abstand zum Führungsduo. René Reinhardt, Anthony Janiek und Steffi Halm sind noch in Schlagdistanz zu Platz 3. Nach einem extrem spannenden Rennwochenende in Most verlassen die Fans die Strecke. Doch schon zwei Wochen später geht es im belgischen Zolder weiter mit dem European Truck Racing Championship.